Kapitel 1 von Paper Mario beginnt hiermit. Oh, ein Powerblock. 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner? Nice. Ja, wir wollen heute nach Cooperheim. Uns wurde nämlich von Merlin oder Merlon? Marlon? Was auch nochmal? Auf jeden Fall vom Wahrsager wurde uns gesagt, dass wir dorthin sollen. Denn dort gibt es einen blauen Panzer, den wir brauchen, um überhaupt gegen die Cooper Bros, die unsere nächsten Gegner sind, ankommen zu können. Ich frage mich übrigens, warum die normalen Gummers in diesem Spiel einfach so rüpelhaft aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Das sind ja, also laut Spiels ist es einfach nur ein ganz normaler Cooper, aber wir wissen ja alle, normale Coopers sind irgendwie grün. Also mit grünen Panzer und alles. Das ist so, ja, braun-rötlich, würde ich behaupten. Keine Ahnung. Jedenfalls haben sie es genauso doll verdient, weggestormt zu werden. Oh. Kumpel, das hättest du dir jetzt zweimal überlegen sollen. Bam! Bam! Noch hast du Zeit zu fliehen. Du willst nicht? Pech gehabt. Bam! Bam! Also, obwohl ich diesen Angriff jetzt drauf habe, weiß ich leider immer noch nicht ganz, wie ich abblocke oder konter oder so. Aber bestimmt werde ich jetzt auch noch herausfinden. Und wir finden jetzt heraus, wie wir hier... Oh, das war einfach. Oh! Cool. Habt ihr schön zusammengebaut. Sehr nett. Dankeschön. Da war ein Gegner. Ach Mist. Ich habe ihn nicht erwischt aus irgendeinem Grund. Obwohl er auf dem Boden lag. Na gut. Versuchen wir mal den Hammerwurf. Drück nach links und lass los. Bam. Ah. Okay, also es kostet uns zwar BP. Allerdings macht es dafür... gut Schaden. Nichts tun, denn er kann nur springen und das hilft mir hier nicht. Ah, jetzt habe ich abgeblockt. Ah, interessant. Muss ich aber trotzdem noch lernen. Beep. Stimmt, ich könnte auch einfach versuchen, von links nach rechts zu gehen mit dem Stick. Vielleicht ist das ja einfacher. Ich weiß es nicht. Obwohl ich eigentlich drauf habe, will ich trotzdem mal ein bisschen was hier ausprobieren wollen. Und keine Sorge, wir werden jetzt nicht gegen jeden einzelnen Gegner kämpfen. Nur gegen die meisten, die ich hier sehe. Ja, nach rechts zocken geht auch. Perfekt. Und er ist weg. So, ich glaube, wir sind jetzt auch schon fast da, oder? Bestimmt ist das Cooperheim nicht mehr weit. Dankeschön, die kann ich gebrauchen. Oh, schau mal hier. Was versteckt sich denn dahinter? Ein Schäfchen. Für ein Schläfchen. Ist hier noch was? Hm? Wo bin ich denn jetzt? Hi. Wo darf ich lang? Hm. Okay. Entweder fehlt noch so ein Schalter oder wir kriegen irgendwann später einen Enterhaken. Ich weiß es nicht. Ah, verdammt. Nein. Voll die Balls. Ah, ich habe mich aber noch... glücklicherweise davon retten. Okay. Du hast dich mit dem falschen Mario angelegt. Mit dem falschen Klempner. Und dem falschen Fanboy. Oh Gott. Okay, sehr gut. Ich drücke jetzt immer dann, wenn er mich berührt vom Sprite her. Weil das hat jetzt irgendwie am besten geklappt. Ich weiß nicht, warum ich immer zweites Mal drücke. Das bringt eigentlich nichts, aber aus Prinzip schätze ich. Ah, ich kann doch angreifen. Geil. Dann flieg mal auf den Boden oder flieg mal ins Verderben. Ja, das funktioniert sehr gut. Wie der mich immer auslacht. Denkst du wirklich, dass du dich gewonnen? Denk nochmal! Okay, schon über die Hälfte vom Level up. Es ist aber wirklich übelst lange, dieses Spiel Level Up zu haben. Vielleicht bist du aber auch nur ich, aber man kriegt so wenig Erfahrungspunkte. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, hier jetzt am Anfang des Spiels gegen jeden zu kämpfen. Später will ich natürlich dann nicht machen. So, aber ich weiß ja nicht, wie das dann später aussieht im Spiel. Hallo. Ich muss gedrückt halten, damit ich hoch genug komme. Sonst bin ich hier so einen halben Millimeter zu kurz dran. Toadtown ist links und Fest und der Koopas ist rechts und Cooperheim ist unten. Ja, wir wollen zum Cooperheim erstmal. Hey. Kannst du bitte aufhören? Ernsthaft?
Wie lange geht das? Ist das unendlich? Yay, und ist noch was? Ein Honigsirup. Schön. Okay. Wir wollen auf jeden Fall nach unten. Wo müssen wir lang? An dieser kaputten Brücke vorbei? Geld. Das war eine Falle. Ich hab's gewusst. Oh, das hat er aber gut einstecken können. Das hat ihn irgendwie selten wenig gejuckt. Na gut, wie du willst. Bam. Ich hatte es nur einen Schaden mehr gemacht als sonst. Bisschen enttäuscht, aber... Was soll's? So. Können eigentlich meine... Kann Gumbari eigentlich auch angegriffen werden? Teilen wir uns die Leben oder wie ist das so? Da kenne ich mich jetzt nicht so wirklich aus. Bam, 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 bam. Nein, so früh, so früh. Ah, mies. Nee, komm, lass es. Nichts tun. Wir stecken den einen Treffer ein. Dann habe ich verdient. So, dum, dum, dum. Bam. Jetzt war es richtig. Ja, komm, ich bin noch am Anfang gespielt. Da kann ich noch ein bisschen was lernen, oder? Mario sagt, na, du musst es sofort perfekt haben. Okay, ich versuch's. Ich mach ja schon. Oh, lass mich doch in Ruhe, ich will das Item haben! Idiot, nimm das! Och, die drei. Das ist nervig, die Gegner mag ich nicht. Problem ist einfach, dass Gumbare sich nicht wehren kann. Das bedeutet, ich muss so jetzt komplett lange gegen die kämpfen. Spannend, oder? Ja, und ich hab... Na klar. Natürlich ist das jetzt passiert. Bam. Zumindest die One-Shot, wenn ich es richtig time. Zumindest etwas. Der kriegt mich nicht. Bam. Aber meine Leben. Dass er noch nicht angefangen wird zu piepen hier. Wundert mich. Denn es sieht gerade wirklich nicht gut aus für mich. Yippie! Diesmal haben wir eine andere Pose gemacht. Woran das wohl abhängt. Hä? Komm ich da lang? Ich komme nicht dran. Doof. Eintritt verboten, Mario! Gezeichnet die Kuba-Brüder. Ach, nett. Hi, hey du da! Psst. Hey, kannst du den Scheiter da... Der hört mir nicht mal zu. Der hört mir nicht mal zu, er ignoriert mich komplett! Okay, ich glaube, wir sollen da noch gar nicht hin. Aber ich habe nicht gesehen, wie man hier nach unten kann. Aber da stand. Nach unten. Ach hier! Ach. Lol. Okay. Perfekt. Hier seid ihr also. Die friedlichen Koopas. Ja, nicht alle. Gumbas und Koopas sind böse. Bei Gumbas haben wir. Ja, nicht wirklich viele gesehen. Die meisten sind immer noch böse, aber. Die paar, die waren ganz nett. Und ich vermute, hier wird es ähnlich sein. Im Cooperheim. Hey, kann es denn sein? Bist du wirklich Mario? Willkommen im Cooperheim. Ich wünschte, wir könnten dich mit allem gebührenden Respekt willkommen heißen. Aber wir haben gerade jede Menge Probleme, wie du die Musik hören kannst. Siehst du denn nicht, was hier los ist? Das ganze Dorf ist wegen der Fuzzies in Aufruhr. Du weißt doch, was Fuzzies sind, nicht wahr, Mario? Das ist einer. Achso, ich dachte, du meinst was anderes. Okay. Ja, ganz üble Kerle, die sind wirklich bösartig. Die kommen aus der Kanalisation, glaube ich. Ah! Was nackt? Nein! Oh nein, du blöder Fuzzy! Gib mir sofort meinen Panzer zurück! Und wo kommen die denn her? Müssen sie bekämpfen! Bam! Weg mit dir, Idiot! Das ist ein Panzer wieder! Oh wow, danke, Mann! Du bist ein echter Held, Mario! Steh in deiner Schuld! Ich kann mich ohne meinen Panzer nicht sehen lassen, das wäre ja peinlich! Mario, pass bloß auf, dass du die Fuzzies nicht auch auf deinen Panzer stehlen! Oh, das ist ja fein. Pass auf deine Latzhosen auf. Ja, das sollte ich wohl. Komm her. Recht lang? Ah ja, hier, bitteschön. Gerne gemacht. Oh, du bist der Beste. Vielen herzlichen Dank, Mann. Kein Ding. Hey, sind Münzen. Ich hätte es mehr gemacht, hätte ich hier... Oh, warte mal. Trockenpilz. Ein trockener Pilz.
Nur ein Kaffee stellt er wieder her. Was soll der? Das ist ein Witz. Das ist auch wohl ein Witz. Komm her, komm her. Ich treffe ihn nicht. Ich hätte es besser gefunden, wäre der Knopf, um Sachen zu inspizieren, nicht A, sondern anderer. Weil es finde ich halt echt nervig irgendwie. Oh. Dass ich mal springen drücke und dann springt er halt und nicht eine Aktion. Kuba-Blatt, ein Blatt aus Kuba-Heim und es stellt 3 BP wieder her. Und das ist nice, das kann man gebrauchen. Und mehr ist hier nicht, okay. So, wir müssen dem einen hier noch helfen. Bam. Hier hast du deinen Panzer wieder, Kumpel. Alles wieder gut, brauchst nicht mehr weinen. Danke, Mario. Dieser Panzer wurde maßgefertigt. Deshalb steht er mir so gut. Ist doch cool aus, oder? Ja, ja. So, der Obercoolste, du. Hey! Bam! Nein! Sind die nervig! Nein! Mhm. Er geht aber immer den gleichen Weg lang. Ach, jetzt habt ihr sie getroffen hat. Muss einfach schneller sein als er. Na komm. Komm. Weißt du, wo wir landen? Was? Wie hat das? Was hat die gezählt? Das zählt auch nicht? Nein! Oh Gott! Ich schaff das nicht! Das ist mir zu schwer! So kann man den nicht besiegen. Doch kann man. Ich hab ihn. Ich habe die Plage beseitigt. Jetzt geht das doch bestimmt besser, oder? Ich hab doch bestimmt mal bei euren Häusern vorbeischauen. Ne, Little Toddy? Willkommen im Tauthaus! Unser Sloan hat frische Körper und Geist. Möchtest du ein Stäbchen halten? Ach nee, brauche ich jetzt nicht. Aber gut, kann man sich wahrscheinlich für Geld ausruhen lassen. Und hier ist ein Shop. Ja, ganz viele Items, aber noch habe ich keinen Bedarf. Ja komm, das ist Coopers verlässlicher und günstiger Laden. Nun, womit kann ich dienen? Nichts? Okay, dann haut doch ab. Ja, sorry, Bro, ich muss auch mein Geld sparen und alles und ne. Das verstehst du doch selber. Oh. Oh. Was machen die Bob-Bombs aus Bob-Bomb Battlefield hier? Die netten Bob-Bombs. Sender, Opas Plattenkiste. Was? Kann ich das ändern? Infos rund um die Uhr. Die Nachrichten. Eine Horde wilder Fuzzies bedroht Kuba-Heim. Die Ordnungshüter suchen sie bei allen Erledigungen im und um das Dorf mit höchster Vorsicht vorzugehen. Okay. Es ist später diese Musik wieder. Aloha. Okay. Lassen wir es mal so. Diese Bob-Bombs sind aus der Festung der Kuba-Brüder geflohen. Leider mussten sie feststellen, dass die Dinge hier im Dorf auch nicht besser sind. Die Fuzzies flippen völlig aus. Die armen kleinen Bob-Bombs. Wie? Ich? Ich verlasse das Haus nicht, weil ich den Fuzzies nicht in den Händen fallen möchte. Sie werden bestimmt meinen Panzer wegnehmen und damit spielen. Ohne Panzer sehe ich gar nicht cool aus. Nein, danke. Ich bleibe hier und höre Musik. Wir sind Bob-Bombs. Wir sind aus der Festung der Kuba-Brüder geflohen. Wir dachten, dass wir wenigstens hier im Dorf ein bisschen Frieden finden könnten. Was für ein Reinfall. Die Fuzzies versetzen hier alles in Angst und Schrecken. Alles, was wir wollen, ist ein bisschen Ruhe und Frieden, Thaddeus. Hör mich an, die Kuba-Brüder der Festung haben uns zu harter Arbeit gezwungen. Wenn es nach ihnen ginge, gäbe es weder Rast noch Ruhe. Niemals will ich an diesen schrecklichen Ort zurückkehren. Die wurden ja komplett gefoltert. Oh Mann. Das passiert mit den Bob-Bombs in den Krieg verlieren, du. Oh, hier sind noch mehr! Verdammt, wir müssen sie ausschalten. Ich muss alles tun, was ich kann, um ihnen zu helfen. Was geht hier ab? Die denken wirklich, die seien so die lustigsten von allen, ne? Hey! Hm? Ich kann ihn gar nicht erwischen. Hm. Okay, der geht immer dahin, wo der Cooper hingeht. Wo der... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich muss das, glaube ich, mit dem Cooper abtimen. Der Cooper muss da hin und dann springt er hier hin und dann kann ich ihn vielleicht erwischen. Das ist aber echt extrem schwer mit dem Timing, ne? Also mal ohne Witz. Ach komm, ich hab ihn doch. Oh Gott, das macht absolut keinen Spaß. Oh Gott. Komm schon. Nein. Warte mal, kann ich hier ran? Kann ich das hier schieben irgendwie? Die Animation, oh, die ist cool. Ich kann's schieben, oh, das gefällt mir. Bams. Bitteschön, da hast du deinen Panzer wieder, mein Freund.
Ich hätte es wissen müssen. Du bist so clever, Mario. Hättest du selber schieben können, ne? Bam, bam, bam. Ich wusste, da war noch einer. Ich wusste es! Nein, jetzt hüpfen hier noch mehr rum. Was habe ich getan? Nein, was habe ich nur getan? Ich habe alles verschlimmert. Ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Warte mal, warum wackelt eigentlich das grüne Haus dort? Irgendwas stimmt hier nicht. Wer ist da? Ich bin gerade beschäftigt. Wie? Warte, kann es sein? Bist du nicht Mario? Mhm. Ach, du bist es. Mein Name ist Cooper. Oh Mann, ich finde es großartig, dich kennenzulernen. Dass wir uns hier treffen, muss vom Schicksal bestimmt worden sein. Ich habe da eine große Bitte. Ich hoffe, du kannst mir helfen. So ein blöder Fussi hat meinen Panzer gestohlen. Neben meinem Leben besitze ich nichts Wertvolleres. Ohne meinen Panzer kann ich unmöglich das Haus verlassen. Das wäre zu peinlich. Bro, das passt doch grad. Das Problem ist nur, dass die Fussis so schnell für mich sind. Wenn es dir nichts ausmacht, kannst du mir dann wohl meinen Panzer wieder beschaffen? Oh, bitte. Wie sie verbeugt. Hey, Mario, er ist wirklich in Schwierigkeiten. Wir sollten ihm helfen. Der Fussi, der meinen Panzer gestohlen hat, befindet sich in meinem Haus. Ich bewache die Tür, während du ihn dir krallst. Okay, auf geht's. Versuchen wir's. Fietze. Was ist das denn für ein Problem? Hey, komm zurück! Dann kommt uns! Nein! Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen! Oh Gott, da kommen überall noch mehr Fussis. Die kümmern wir uns später. Und oh, das sind Triforce. Oh, das soll ich haben. Das soll ich jetzt gerne haben. Wie kriege ich das? Oh, kriegen wir nicht. Okay. Vielleicht kriegen wir das später. Jedenfalls sollen wir uns erstmal um den blauen Panzer kümmern. Dem gehört nämlich dieser arme Cooper. Und, ja. Fritze, fang mich, wenn du kannst. Fritze, such mich doch. Ja, okay, das ist jetzt eigentlich relativ einfach, ne? Boing, boing, boing. Komm, reicht jetzt. Okay, ist ganz links. Runter da! Tada! Sein Spinnennetz. Fritz, nicht übel, Kumpel. Aber das war selbst das Aufwärmtraining. Fritz, such mich doch. Der Spaß geht weiter. Das war wirklich einfach. Zweiter Baum. Bonk. Oder treff halt nicht. Badau. Jetzt wird die Schlungen geworden. Fritz, du hast mich schon zweimal gefunden. Paar Anfänger, jetzt mach ich ernst. Fritze, such mich doch! Hm. Naja, es ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube ganz rechts. Bin mir nicht sicher, vielleicht ist auch der davor. Okay, perfekt. Fritze, nein, ich geb's auf. Hier hast du Müll, Panzer. Ich wollte ihn sowieso nicht haben. Du bist zu stark für mich. Jetzt so gefährlich brauchst du ein Versprechen. Vielleicht. Wow. Okay, wir haben aber zumindest den Panzer zurückerobert. Ist er in unserem Inventar jetzt? Hier, Items. Ja, blauer Panzer. Okay. Coopers, blauer Panzer. Toller Name übrigens, Cooper. Statt Cooper, Cooper. Ja, wir sind da sehr kreativ geworden. Hi. Mario, da bist du ja. Ich habe mich dazu entschlossen, gegen die Fussis vorzugehen. Wenn ich meinen Panzer nicht selbst wieder beschaffen kann, verliere ich meinen guten Ruf. Er ist mir auch völlig egal, ob ich einen Panzer trage oder nicht. Das ist mir so egal, Mann. Ich werde es diesen Fussis jetzt zeigen. Bro, entspann dich mal. Wir haben den Panzer. Hier, schau. Mario hat ihn. Oh ja, ja, das ist mein Panzer. Oh ja, ja, oh, ja, das ist der, ja, ja, ich habe meinen Panzer wieder. Yippie! Du bist der Größte, Mario. Ich schulde dir was. Na, wie wär's, wenn du uns hilfst? Gut zu sehen, dass du dich freust. Hör mal, Mario, ich habe eine Idee. Hast du schon von Professor Colorado gehört? Nee, ist er in Colorado oder was? Er ist ein Cooper-Professor, ein Archäologe. Er ist auch als Entdecker bekannt.
Er wohnt gleich nebenan. Ich bewundere den Professor schon seit ich ein Ei war. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als ebenso wie er durch die Welt zu reisen und Mysterien zu ergründen. Daher habe ich... Ich habe mich gefragt, ob du mich womit nehmen könntest. Ich helfe dir auch, komm schon. Was denkst du, Mario? Nö. Oh, komm schon, du musst einfach ja sagen. Sonst geht das Spiel nicht weiter. Außerdem verfüge ich über coole Eigenschaften und ich bin teamfähig und ich bin lernbereit und ich mache Überstunden. Oh, Überstunden, oh, da bin ich dabei. Oh, ja, ja, jetzt komme ich. Yippie. Ich schwöre, ich, Cooper, werdet ihr überall hinfolgen, auch wenn es bis ans Ende der Welt ist. Und Gumbar ist weg. Cooper gehört zum Team. Jetzt haben wir einen Gumba und einen Cooper. Wie passend. Das Bild. Drücke nach unten mit dem C-Knopf, um mit seiner Hilfe weit entfernte Items oder Schalter zu erreichen. Im Kampf kann er einen Gegner am Boden mit Panzerstoß angreifen oder alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer überrumpeln. Möchtest du ein Teammitglied wechseln, drücke nach rechts und wähle einen Freund. Also mit dem C-Stick nach rechts. C-Knöpfen. Mann, verdammt. Ja, Cooper, neues Teammitglied. Und was sagt denn die Beschreibung zu ihm? Dieser abenteuerlustige Cooper möchte Archäologe werden. Er bewundert den berühmten Forscher Colorado. Drücke nach unten, um seinen Panzer abfeuern zu lassen. Yeah. Na gut. Solange du gut kämpfen kannst, ist alles okay. Fritzi! Ich habe meine Meinung geändert, du bettiger Penner. Wie wär's mit einem Kämpfchen? Wie hast du mich genannt? Boah, das reicht jetzt. Du hast es zu weit getrieben. Ich muss aber einmal tauschen. Strategie? Mitglied wechseln? Gumbario. Ja? Ah, jetzt kann ich... Oh, ich hätte es mit Mario machen sollen. Oh, ich Idiot. Okay, weiß ich zumindest das nächste Mal besser Bescheid. Bam! Weil ich muss sie noch scannen, die Fuzzies. Ich habe keine Ahnung, wie die draus sind. Was, der knutscht mich ab und klaut mir meine Lebensenergie? Ich bin fast tot! Was zum... Das kann doch nicht wahr sein! Hey! Wie habe ich das abgeblockt? Jetzt? Nee, boah, ich weiß es nicht. Ich muss mich auf jeden Fall erstmal heilen. Items. Pilz. Pilz. Just what I needed. So, Gumbario, jetzt. Nein. Du scannst die. Ja, okay, kein Problem. Das sind Fuzzy. Warum müssen sie ständig umherspringen? Sie sollten sich mal ausruhen. Das sind doch keine Spoinks. 3 KP, 1 Angriffskraft, keine Verteidigung. Das Problem mit Fuzzys ist ihre Geschwindigkeit. Es ist sehr schwer, die Verteidigung richtig zu timen. Vorsicht, wenn sie sich an dir festsaugen. Sie absorbieren deine KP. Achso, das weißt du ja schon. Du hast ja überall rote und blaue Flecken. Ja. Ah, wenn er sich so lang zieht, glaube ich, muss ich drücken. Jetzt. Nee? Vielleicht danach? Jetzt? Ah! Wenn er keinen Geräusch mehr macht. Jetzt. Nein. Ah, das war ein bisschen zu spät. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen jetzt raus. Du wechselst zu Cooper. Und Cooper macht jetzt... Ah, Mist. Okay, macht seinen Panzerstoß. Drück nach links und lass los. Okay. Das ging ja einfach. Das ging ja auch voll schnell. Okay. Jetzt. Ja. Okay, okay. Ist einfach nur Trainingssache. Ja, ich hab's drauf. Kein Pilz hier verschwenden. Wenn es nicht nötig ist. Ah, okay, war jetzt ein bisschen zu früh. Aber. Jetzt. Ja. Aha, ich bin Profi in diesem Game. Wie ihr sehen könnt. Wie ihr alle staunen könnt. Stellt 3 BP wieder her. Eigentlich wäre das das Beste, ne? Ich riskier's. Komm. Wir müssen ein riskantes Play machen. Okay. Cooper! Power Panzer! Das gleiche. Das ist eine bessere Attacke als es gerade. Weil es alle angreift. Okay, kostet dafür auch sehr viel Punkte. Da? Nein! Oh, knapp. Saugen die mir wirklich ein Leben ab? Also kriegen die ein Leben plus? Das muss ich jetzt mal genau nachschauen, weil das habe ich jetzt nicht bemerkt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja doch, der eine hat auf einmal 2 Leben. Ich glaube, das ist wirklich so.
Okay, alright. Ich heil mich nicht. Ich riskier's. Ein guter Jump. Mach den down. Okay. Koopa, du machst den anderen down. Dup, dup, bam. Schön. So, und der letzte wird auch kein Problem mehr sein für mich. Den blocke ich easy weg. Nein. Oder auch nicht. Komm, jetzt verschwinde. Bam, bam, down. Verlass diese Stadt. Verlass sie sofort. Warum hat Koopa eine andere Umrissfarbe als ich? Seht ihr das? Fritze, nein, wir werden brav sein, jetzt for real. Will ich doch hoffen. Idioten, ey. Ich brauch dringend einen Heilknopf. Ich hoffe, hier war einer. So, jetzt habe ich ein riesiges Problem. Kannst du mir helfen? Hi, kannst du hier hoch? Ah, Bumerang. Ersten Bumerang. KP Plus Orden. Erhöht die gesamte KP um 5. Actually, für mich als Anfänger gar nicht mal so schlecht. Vor allem, weil ich den Hammerwurf hier eigentlich so gut wie gar nicht benutze. Als ich überhaupt benutzt habe. Machen wir das mal. Oder? Na gut, der Power... Na, obwohl jetzt merke ich es gerade eigentlich. Der Powersprung ist eigentlich doch ein bisschen besser. Nee, komm, lassen wir es so. Das kostet 3. Das ist zu viel. Wäre es 2 gewesen, hätte ich reingetan. Aber was soll's? Okay, da kommen wir nicht lang. Finde ich irgendwie komisch, dass sie überall diese Objekte haben mit den Büschen und den Bäumen, wo man normalerweise ja interagieren kann. Aber hier kannst du nicht. Die teasen einen so. Das nervt mich. Ich mag das nicht. So, hier wohnst du. Das ist ein schickes Haus. Und die Musik ist hier wieder entspannt. Ich glaube, die sind wirklich jetzt abgehauen, oder? Ich hätte sie gar nicht jagen müssen. Ha, huh. Interessant. Die Fussis sind fort. Eigentlich hatte ich nichts gegen sie, obwohl sie sehr boshaft waren. Hä? Diese Fussis waren ein regelrechter Krampf im Panzer, aber ohne sie ist es fast ein wenig zu ruhig. Um ehrlich zu sein, meinetwegen könnten sie hin und wieder mal gerne vorbeikommen. Man verrate niemand, dass ich das gesagt habe. Okay, also die Bewohner hatten nichts gegen die Fussis, außer halt, dass sie halt die Panzer geklaut haben, aber ansonsten waren sie in Ordnung. Da war jetzt zumindest mal was los. Okay. Ich weiß übrigens nicht, seit wann da dieser Splitter ist. Ich hab ihn gerade einfach random gesehen. Oh, hi! Du bist ein Opa? Willkommen, junger Freund! Ich bin der Dorfälteste vom Cooperheim. Man nennt mich Mekuperlehm. Sag, würdest du mir wohl einen Gefallen tun? Oh, wie überfreundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch nicht so übel, wie man sagt. Nun denn, junger Freund, normalerweise bitte ich ja niemanden um einen Gefallen, aber vielleicht nur einen kleinen. Könntest du das Buch legen, den Legenden bei Colorado für mich ausleihen? Wenn du seine Frau fragst, wird sie es dir sicher geben. Wenn es dir nicht zu viel Stress bereitet, dann bitte ich dich gleich zu ihr zu gehen. Versprochen, junger Freund. Okay. Ich werde dran denken, wenn ich da bin. Warte, woran denken? Naja, ist auch nicht so wichtig. Gucken wir mal hier, was er so zu tun hat. Boah, endlich sind die weg, Mann! Aber irgendwie ist es jetzt so langweilig hier. Colorado ist ein berühmter Archäologe aus unserem kleinen Dorf. Seit er in die staubtrockene Wüste aufgebrochen ist, hat ihn niemand mehr gesehen. Seine Frau ist ständig im Sorgen um ihn. Sie leben dort drüben in dem Haus mit dem gelben Dach. Ja, dann fragen wir mal. Vielleicht kriegen wir Hinweise von ihr. Hi. Ah, oh, der kleine Cooper begleitet dich auf deinem Abenteuer. Wie niedlich. Pass gut auf. Oh yeah. Kann was für dich tun? Du führst einen Auftrag für den Dorfältesten aus? Hm, ja, Legenden. Ja, mein Mann hat so ein Buch. Natürlich darfst du es dir ausleihen. Lass dich von dem alten Knacker nur nicht zu sehr einspannen, Mario. Er ist bekannt dafür. Außerdem ist er ein wenig ungeduldig. Aber egal. Warte mal einen Moment. Ich werde bei einem Bücherregal meines Mannes stöbern. Okay. Ich komme mit, ja? Nein? Okay. Ich hab's! Meinst du dieses Buch? Nimm es ruhig. Es lag hinter dem Regal. Hinter dem Regal? Komm, ich dieses Buch. Es ist voller Bilder von Panzern. Und Übungen. Härtere Panzer in 30 Tagen? Okay. Items. Legendenbuch. Colorado seltsames Buch. Bring es zu Mekuperlehm. Okay, warte kurz. Ich möchte mich ja auch mal ein bisschen umschauen. Hat er hier nichts? Er ist aber ein richtiger Bücherwurm. Doch, hier ist was. Das ist Colorados Bücherregal. Die meisten Bücher hier befassen sich mit Archäologie.
Einige verfügen allerdings auch über, sagen wir mal, weniger intellektuellen Inhalt. Okay, Freunde, ich glaube, ich kann Mario nicht abhalten. Er ist jetzt ein bisschen interessiert hier an diesen, ihr wisst schon, weniger archäologischen Inhalten von Büchern. Also, die wird er sich jetzt anschauen. Und wenn er fertig ist, seht ihr ihn in der nächsten Folge wieder. Deshalb seid dabei, wenn's dann heißt, wir machen weiter. Yeah, und ich hole mir jetzt hier einen One-Up mit ihm. Freut sich auch immer so.